Als nächstes sind wir in der Weihermatthalle in Rinach angelangt. Bei mir ist der Erwin. Erwin, erzähl mir, wo sind wir genau, was machen wir, wer sind wir? Jetzt sind wir in der Weihermatthalle am Proben. Wir sind Theatergruppe Rinach. Und wir spielen ab dem 20. November spielen wir das Märchen. Und zwar, weißt du es noch? Zwergnase. Ja, das ist so eine Sache, dass man sich noch daran erinnert, wie die Märchen alle gegangen sind. Also schon bereits der erste Punkt für Erwin, wieso man es muss schauen. Schnelle Frage, viele Leute sehen ja das Märchen immer erst so, wenn es dann auf der Bühne ist. Jetzt sehen wir aber hier im Hintergrund, es wird geschafft, das braucht wahnsinnig viel Arbeit. Du bist auch noch selber am Bühnenaufbau. Wie viel Zeit investieren da? Das sind ja ganze Meute in dieser Truppe. Ja, also wir investieren sehr viel Zeit. Wir fangen vor der Sommerferien schon an proben und auch im Keller viel geschafft. Also eben das, was jetzt da hinten steht, das ist natürlich im Rohbau dann in unserem Keller. Und in der Sommerferien dürfen wir ja nicht proben, weil wir in einer Schulanlage sind. Aber geschafft wird einen Weg und im Hintergrund. Und eben proben nach der Sommerferien fangen wir an. Dienstag und Donnerstag haben wir dann voll Probe. Also dann nehme ich an, wir hatten die Sommerferien dann schon genutzt, um zum Text sicher in die ersten Proben zu kommen, oder wie ist das? Ja, ja, also eben am Herbst hätten wir es dann eigentlich auswendig können. Gut, die ersten zwei, drei Proben noch nicht, dann lässt man noch ein bisschen ab dem Büchlein, aber nachher so langsam kommen dann die auswendigen Stellen, also das ist ja wichtig. Ne? Okay, jetzt hören wir im Hintergrund gerade ein bisschen die Musikeinspielung, Zwergnasen ist angesagt, du hast es gesagt, schnell ein paar Worte zum Verlauf von Märchen. Ja, da wollen wir nicht zu viel verraten. Nein, es ist natürlich eine böse Hexe drin, ein guter Zauberer, da bin ich. Und wie es halt dann so geht, nicht? Die einen der Figuren werden verzaubert und der andere wird sie wieder rückgängig machen. Und zwischendrin spielt sich halt einiges ab. Also das geht von bis zum Schloss nach Pumelonien, wenn man es jetzt sagt. Nicht? Und das Kuriose dieses Jahr ist eigentlich, dass unser Drehbuch in Hochdeutsch geschrieben ist. Und wir haben es nicht übersetzt, sondern jeder dort selber für sich einfach übersetzen. Nur die hohen Damen von Pumelonien, die schwätzen dann Hauchdeutsch, also eben im Original. Und der Rest so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Wie sieht es aus, Nachmittagsvorstellungen, Obenvorstellungen, wie ist das Programm? Ja, am 20. November fangen wir an. Mit Nachmittagvorstellungen. Am Dienstag darauf haben wir dann eine Schülervorstellung. Da kommen ganze Klassen, Kindergarten und so weiter. Und sonst eben Mittwoch, Samstag, Sonntag, das sieht man alles im Internet unter Theatergruppe Rinach, finden wir das. Gut, würde ich sagen, Zwergnase, eine weitere Option für ein schönes Märchen.